Hey, willkommen zu einem neuen Video. Existieren Geister? Das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen. Manche Menschen glauben, dass sie real sind, während andere denken, dass es nur deine Einbildung ist. Heute haben wir 10 der glaubwürdigsten Geistersichtungen aller Zeiten für euch zusammengetragen. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Das Stanley Hotel befindet sich im Estes Park in Colorado, USA. Dieses Hotel hätte eine gespenstische Vergangenheit gehabt und wäre auch die Inspiration für Stephen Kings Horrorbuch von 1977 namens The Shining gewesen. Stephen King hätte selbst hier geschlafen und einen der schlimmsten Albträume aller Zeiten gehabt. Es sollen mehrere Geistererscheinungen im Hotel beobachtet worden sein. Es soll auch regelmäßig Geräusche von Kindern geben, die durch die Korridore im 4. Stock rennen und lachen. Ein Mann namens John Mauseling und seine Frau Jessica blieben hier und machten Fotos. Auf einem der Bilder sahen sie ein kleines Mädchen auf der Treppe. John sagt jedoch, dass überhaupt keine jungen Mädchen auf die Tour gegangen sind. Dies wäre nicht das einzige Bild, das von einem Geist gemacht wurde. Ein paar Jahre zuvor hat Henry Johann dieses Bild gemacht, das wie die geisterhafte Erscheinung einer Frau und eines Kindes aussieht, die auf genau der gleichen Treppe stehen wie auf dem vorigen Bild. Nummer 9. Dieses Video, das ich gefunden habe, ist von einem Stadtforscher aus Japan, der verlassene Gebäude und Häuser erkundet. Ich finde die japanischen Geistervideos viel gruseliger. Als der Mann das Haus erforscht, sind alle Möbel und Dinge auf dem Boden verstreut. An einem Punkt geht er zweimal an einem Spiegel vorbei. Beim zweiten Mal taucht eine Art Geist auf. Schau selbst. Die Leute in den Kommentaren sagten, dass dies der frühere Besitzer des Hauses war und dass der Geist nur erscheint, wenn man das Haus mit falschen Absichten betritt und deshalb den Ort nicht respektiert. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist. Leider konnte ich keine weiteren Informationen finden, aber ich fand, dass das Video sehr glaubwürdig aussah, deshalb habe ich es zu dieser Liste hinzugefügt. Nummer 8. Es sind Geschichten und Artikel über den Disneyland Park in Anaheim, Kalifornien erschienen, die besagen, dass es dort spukt. Eines Abends im Jahr 2009 sah das Sicherheitspersonal etwas Ungewöhnliches auf den Überwachungskameras. Als sie das Filmmaterial abspielten, sahen sie eine durchsichtige Gestalt durch den Park gehen. Die geisterhafte Figur kommt aus dem Spukhaus und man kann sehen, dass sie sogar durch ein geschlossenes Tor läuft und irgendwo über dem Wasser landet. Das Beängstigende an dieser Aufnahme ist, dass sie von mehreren Kameras von verschiedenen Seiten aufgenommen wurde, was bedeutet, dass es sich nicht um eine Art Trick handelt, sondern um ein unerklärliches geisterhaftes Ding. Als das Video auf YouTube hochgeladen wurde, dachten viele Zuschauer, dies könnte der Geist von Walt Disney selbst, dem Gründer von Disney, gewesen sein. Übrigens ist das nicht der einzige Geist, der im Park beobachtet wurde. Hier sehen wir eine Geisterfigur, die in der Achterbahn sitzt, wenn man genau hinsieht. Nummer 7. Dieses Video wurde von einem Benutzer namens bscotty321 auf YouTube hochgeladen. Seine jüngere Schwester sitzt am Esstisch. In der Beschreibung des Videos erzählt Billy, dass er neugierig war, ob seine Schwester sein Essen oder Trinken berühren würde, wenn er zum Beispiel auf die Toilette geht. Wie Billy dachte, berührt sie das Getränk, aber was davor passiert ist, ist ziemlich gruselig. Es sieht so aus, als ob das Mädchen mit etwas oder jemandem spricht. Wie du gesehen hast, hat das Mädchen mit jemandem kommuniziert und gesagt, das ist Billys Essen. Zuerst könnte man denken, dass sie mit jemandem anderen in einem anderen Raum spricht. Aber wenn man genau hinsieht, scheint sich die Gabel von selbst zu bewegen, was es meiner Meinung nach sehr glaubwürdig macht. Viele Leute in den Kommentaren glauben also, dass das etwas Paranormales war. Aber was denkst du? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Nummer 6. Auf dem YouTube-Kanal TFIL mit 2,76 Millionen Abonnenten reist eine Gruppe von Freunden um die Welt auf der Suche nach einzigartigen Erlebnissen. In diesem Video gehen sie in das 1951 erbaute Yorktown Memorial Hospital. Es wird gesagt, dass dies der Ort im Staat Texas ist, an dem es am meisten spukt, und Berichten zufolge sind hier mehr als 2000 Menschen gestorben und Geisterkrankenschwestern spuken auch heute noch. Sofort nachdem sie das Gebäude betreten haben, fangen sie an, Geräusche zu hören und an der Tür scheinen seltsame Dinge zu geschehen. Schau selbst.
Bevor sie das Gebäude betraten, erfuhren sie vom Hausmeister, dass es ein kleines Geistermädchen namens Stacy gibt. Wenn du ihr eine Geschichte aus einem Buch im Kinderzimmer vorliest, wird sie zuhören und erscheinen. Seht euch in dem Video unten rechts die Ecke gut an. Das passiert. I helped change baby's diaper, Ellie asked. Of course. What the fuck was that? Did you hear that? Was that moving? Nummer 5. Dieses Video wurde ursprünglich auf einen TikTok-Account mit einem schwer auszusprechenden Namen hochgeladen. Die Frau filmt und spielt mit ihrem Hund, als plötzlich eine dunkle Gestalt aus einem der Räume auftaucht. The dogs are ready for bed. It's just a peaceful night here. Get ready to go to bed myself. What the fuck is that? What? Oh Gott! Wie ihr sehen könnt, hat der Hund dies sicherlich bemerkt. Laut den Leuten in den Kommentaren wäre dies eine Schattenfigur. Eine Schattenfigur ist die Wahrnehmung einer lebenden, humanoiden Figur, die von einem Gläubigen des Paranormalen als die Anwesenheit eines Geistes oder eines Wesens gesehen wird. In der Beschreibung erzählt die Frau, dass sie seitdem umgezogen ist und dass sie nicht glauben kann, dass sie dies gerade mit der Kamera einfangen konnte. Also viele Leute in den Kommentaren glauben auch, dass dies eine echte Geistessichtung ist. Aber was denkst du? Schreib es in die Kommentare. Nummer 4. The Haunted Site ist ein YouTube-Kanal mit etwa 30.000 Abonnenten für Leute, die das Paranormale lieben. Es sind zwei Typen, die die Videos professionell bearbeiten und Spukorte besuchen. In einer Episode auf dem Kanal gehen Patrick und sein Freund an einen der am meisten verwunschenen Orte der Welt. Ein Gebäude in der Innenstadt von Reno, Nevada, in der Nähe von Las Vegas. Nach Aussage der Leute, die hier arbeiten, herrscht eine dunkle Atmosphäre und die Männer von The Haunted Site gehen auf Spurensuche nach Hinweisen auf diese Existenz. Sie stellen überall Kameras auf und ziemlich bald passiert das. Schau selbst. Dies ist nicht das einzige, was sie einfangen. Im nächsten Video, als sie sprechen, scheint etwas in dem Korridor hinter ihnen vorbeizugehen. Es ist schwer zu sehen, aber wenn du genau hinsiehst, siehst du eine Art weiße Geisterfigur, die auf die andere Seite geht. Diese wurde von einer ihrer Kameras aufgenommen, die sie aufgestellt hatten. Ziemlich gruselig, wenn du mich fragst, und ich habe keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Nummer 3. Über dieses Bild ist wenig bekannt, aber die Geschichte soll wie folgt aussehen. Eine Mutter von zwei Kindern fährt für die Arbeit in Urlaub und fotografiert ihre Kinder kurz vor ihrer Abreise. Als sie sich das Bild später noch einmal ansah, war sie schockiert, dass sich plötzlich eine schwärzliche Schattenfigur hinter den Kindern befand. Das wäre also eine Art Schattenfigur oder ein dunkler Geist. Die Figur hat eine schwarze Form und zwei weiße Augen, die ins Nichts starren. Andere Leute sagen auch, dass Schattenmenschen sich an verschiedene Menschen hängen. Selbst wenn du dich also bewegst, würde dich diese Schattenfigur verfolgen. Es ist auch unklar, was geschah, nachdem dieses Bild aufgenommen wurde. Ich finde, es ist eines der mysteriösesten und beängstigendsten Bilder, die ich je gesehen habe. Nummer 2. Das Bodmin-Gefängnis ist ein Ort in Cornwall, in England, und zieht viele Paranormalitätsforscher an. Hier gibt es eine Tour für Touristen, die einen Spaziergang durch den Zellenkomplex machen können. Es wurden auch zahlreiche Geistergeschichten und Geistererscheinungen beobachtet. Der 32-jährige Geisterjäger Tony Ferguson soll hier etwas mit der Kamera aufgenommen haben. Dieses Video ist auch von den Nachrichten und Medien aufgegriffen worden. Schaut! Cornwall war schon immer ein Ort mit vielen Mysterien und unerklärlichen Dingen und das ist auch der Grund dafür, dass es auf der Liste eines der gespenstischsten Orte in ganz England steht. Nummer 1. Diana Simpson lebt in Hanover, Pennsylvania und behauptet, dass ihr Haus von mehr als 5 Geistern und sogar einem Dämon heimgesucht wird. Die Frau hat sogar Videos und Fotos auf Social Media gepostet, auf denen geisterhafte Figuren zu sehen sind. In diesem Video fragt sie den Geist, wenn sie nicht alleine zu Hause ist, ob er die Tür schließen kann. If that is you, would you please shut that door? Oh my God. Als der Fernsehsender Fox 44 sie interviewen wollte, erlebten sie auch einige seltsame Dinge im Haus. Zum Beispiel soll der Kameramann gekratzt worden sein und die Reporterin behauptet, dass sie geschubst und gekniffen wurde. Nick has been scratched. I've been touched and pinched. Es wäre sogar eine Frauenstimme von der Kamera eingefangen worden. Wenn diese ganze Geschichte gefälscht wäre, müsste das bedeuten, dass Fox 43 involviert war. Also glaube ich, dass es eine gute Chance gibt, dass die Geschichte wirklich passiert ist. Was denkst du?
Was war für dich das Unheimlichste? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, dann klicke auf eins auf dem Bildschirm oder schau dir den Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.